Sigmund Freud geht davon aus, dass der Großteil unseres Verhaltens von unbewussten Prozessen motiviert ist. Crystal Meth ist eine Bedrohung. Ganz klar. Immer wieder kann man erfahren, dass die Zahl der Crystal Meth-Süchtigen steigt. Schäden wie Psychosen, Schizophrenie, Panikattacken, Paranoia, Suizid, Statistiken. In Schlagzeilen im Internet kann man finden, Crystal Meth, die Droge, die in unseren Zeitgeist passt. Passt sie? Ich weiß, dass mich Statistiken und Schlagzeilen nicht so beeindrucken, sondern vielmehr die Leute, die direkt davon betroffen sind. Und das ist auch der Grund, warum wir uns hier auf den Weg ins tiefste Sachsen machen. Der Plan ist, dass ich eine junge Dame, die Lea, 13 oder 14 Jahre alt, begleiten werde in Schulen in Chemnitz, in Dresden und in Leipzig. Das ist der Plan. Um dort Kontakt mit den Schülern aufzunehmen, um eben herauszufinden, wie sich die Jugendlichen miteinander, ohne Erwachsene und ohne Erziehungsberechtigte, über das Thema Crystal Meth unterhalten. Also, können wir anfangen? Ja. Ja? Okay. Vielleicht stelle ich mich erstmal vor, ich bin der Paul und Lea? Ich war gar nicht weg. Kekse backen kannst du eben auch dieses Zeug herstellen. Bist du soweit fertig oder hast du irgendwelche Fragen, was wir heute machen werden? Kinder, da kann ich nicht. Ja, sowas, oder? Naja. So. Hallo, wir haben einen Termin. Können wir uns jetzt aufmachen? Ja, ja. Alles klar. Ja, klar. Gut. Okay. Ja. Okay. Ja, danke. Hey, sag mal, ist alles gut bei dir? Wie geht's dir? Ja. So, komm hier. Jetzt geht's hier zur Schule nach Dresden. Beziehungsweise vor Dresden, hier im Freital. Und. Da brauchst du eine extra Einladung, mal beweg deinen Arsch, Mann! Ich hab mir jetzt Tagzeit! Beweg deinen Arsch, hab ich gesagt! Fick dich, du Arschloch! Oh, was geht los? Okay. Geil. Oh. Jetzt mal was ganz anderes. Das war ja jetzt heute nicht so erfolgsversprechend. Ja, zwei Städte schon. Wie geht's denn jetzt weiter?
Weiter nach oben. Dann gehen wir hoch. Jungs, ich glaube, das reicht. Den einen Tag. Ich habe mein Bild gemacht und gehen wir nach Hause. Zeigst du mir jetzt dein Bild?